Hi Juli, na, was gibt's? Du, ich bin gerade im Kino, Fast and Furious Teil 8. Du hast den Schlüssel verloren. Du hast mal versucht, den Gullideckel hochzuheben? Hey, ein Opa, der hilft dir. Ja, super, klasse. Also, ich gucke den Film noch zu Ende und komme dann ganz schnell nach Hause. Einmal Fast and Furious zu Ende schauen. Und gerade auch noch dann, als Dom Toretto die Seite wechselt. Ich habe keine Freunde, ich habe Familie. Oh Mann, krass, das hätte echt ein genialer Film haben können. Und ich habe 20 Minuten von Fast and Furious verpasst. Ich meine, gut, es ist nicht unbedingt die krasseste Storyline. Aber wenn du 20 Minuten verpasst, das ist so, als wenn du in zwei verschiedenen Filmen gesessen hättest. Wenn du den Anfang eines Films nicht kennst oder das Ende nicht kennst oder du irgendeine Schlüsselszene verpasst hast, dann ist das echt krass. Das Ding ist, wir kennen den Plan Gottes für unser Leben nicht. Christen kennen nicht den Anfang, Christen kennen nicht das Ende. Manchmal erleben wir Szenen, wo wir uns fragen, hey, so what, Gott, was ist hier eigentlich los? Es fehlt das fehlende Teil. Eine Schlüsselszene. Wenn wir die verstehen würden, wenn wir die sehen würden, dann würde vielleicht alles andere, auch alles Unperfekte unseres Lebens, ein wenig mehr Sinn machen. Aber wir Menschen sind nicht Gott. Ich bin nicht Gott. Und du bist es auch nicht. Unser unperfektes Leben sehnt sich nach einem perfekten Gott. Was ist das fehlende Teil? Und ich möchte dich einladen zum Jugendabend am 16. September in der City Church. Wir werden Gordon McDonald zu Gast haben. Er wird über das Thema Unperfekt sprechen. Wir haben eine Lobpreisband aus Lübeck am Start. Wir haben ein geiles Theaterstück. Viele andere Acts. Sei am 16. September mit dabei beim Jugendabend 2017.